So, herzlich willkommen bei den Maria Wischler, den ungarischen Vorstehhunden. Und ich glaube, was sich so direkt auf den ersten Blick erschließt, es gibt ihn einmal als Kurzhaar und einmal als Drahthaar. Hat jemand von Ihnen eine Ahnung, wie alt diese Rasse ist? Eher ja. Aber ich frage Sie mal, was glauben Sie, wie alt die Rasse ist? Jemand eine Schätzung? Sehr alt, danke. Ja, geht tatsächlich bis ins 9. Jahrhundert zurück. Also eine extrem alte Jagdhundrasse, die dann über die Jahre kultiviert worden ist. Und es ist also tatsächlich der pannonische Spürhund und der türkische Laufhund, also wirklich Urhunderassen, aus denen dann letztendlich der Magyar Wischler gezogen wurde. Ganz in seinen Anfängen wurde er ausschließlich zur Beizjagd eingesetzt, also Jagd unter dem Falken. Und das zeigt schon seine Passion und seine Ambition, nämlich eben Feld zu jagen. Und schlussendlich ist dann irgendwann der englische Pointer und deutsch Kurzhaar und der hannoveranische Schweißhund eingezüchtet worden. Und das gibt den heutigen Magyar Wischler so, wie Sie ihn sehen. Mit Einkreuzung des Deutsch-Drahthaars ist dann der Drahthaar entstanden. Jetzt würde ich gerne mal den Bela nach vorne nehmen und dich nach vorne. Und wie man sieht, bisschen größer, bisschen knochenstärker und natürlich vom Fell her durch das Drahtige ein bisschen widerstandsfähig. Wobei man eines deutlich sagen muss, auch wenn sie so durch dieses kurze Fell so wirken, als wären sie extrem empfindlich, sind sie nicht. Also ich wundere mich so manches Mal, wenn mein Hund durch Dickungen geht, wie der da wieder rauskommt. Also wenn ich durch die Dickung gehen würde, ich käme so unbeschadet da nicht raus. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber sind extrem widerstandsfähige Hunde, auch übrigens im Winter, wenn es richtig, richtig kalt ist. Also Sie werden nie Magyar Wischler mit einem Mäntelchen sehen, schlicht und ergreifend, weil er keins braucht. Also sind großartige, passionierte Hunde. Und in den 50er Jahren fing das so an, dass die nach Deutschland gekommen sind. Denn in den 50er Jahren begann auch der Jagdtourismus. Und dann haben die ersten deutschen Jäger in Ungarn diese Hunde gesehen und haben gesagt, was sind das für großartige Hunde? Und so begann dann auch in den 70er, 80er Jahren tatsächlich die Zucht in Deutschland. Übrigens ist das total typisch, dass sehr, sehr viele Wischleralter vorher andere Jagdhundrassen hatten. Ich auch. Also ich habe vorher Deutsch-Drahthaar geführt und ich habe irgendwann mal, da war mein Rüde schon relativ alt, habe ich einen Wischler bei der Jagd gesehen und habe gedacht, was ist das für ein großartiger Hund. Also extreme Führigkeit, aber auf der anderen Seite auch extreme Passion. Also eine wunderbare Kombination. Und dann habe ich mich zum ersten Mal mit dieser Rasse auseinandergesetzt. Ja, und jetzt bin ich, anders kann man es gar nicht sagen, absolut infiziert. Also es gibt so diesen Satz, einmal Wischler, immer Wischler. Das ist so. Wollen Sie die mal laufen sehen? Die Hunde, jetzt sage ich ausdrücklich, die Hunde haben ein sehr elegantes Gangwerk. Die meisten Führer auch. Also achten Sie jetzt mal auf die Hunde. So, laufen wir mal drei Runden. Ne, zwei. Ja, die gleiche Richtung wäre hilfreich. Thank you.
Also was ihn besonders auszeichnet, ist seine Arbeitsfreude und seine hervorragende Nasenarbeit. Also das ist auch etwas, wenn man einen Whistler bei der Arbeit sieht, egal ob jetzt Kurzhaar oder Drahthaar, also da geht einem an der einen oder anderen Stelle wirklich auch mal das Herz auf. Was man auch besonders hervorheben muss, ist seine Führigkeit. Es ist kein, wie so manch anderer Jagdhund, kein Ein-Mann-Hund. Also auch wenn er von seinem Führer sehr, sehr intensiv geführt wird, er hört durchaus auch auf andere Rudelmitglieder. Also das ist wirklich etwas, was bei ihm sehr, sehr ausgeprägt ist. Extrem kinderfreundlich. Also es ist auf der einen Seite ein wunderbarer Familienhund, der aber auf der anderen Seite wunderbar als Jagdbegleiter uns bereichern kann. Wichtig ist, Nasenarbeit macht er hervorragend, festes Vorstehen, wirklich festes Vorstehen, ohne vorzuprellen und seine hervorragende Veranlagung zur Suche. Ich habe mit meinen Rüden auch schon sehr, sehr erfolgreich die ein oder andere Nachsuche gemacht. Und ich sage mal so, wenn man jetzt mal mittlerweile auf Prüfungsergebnisse schaut hier in NRW, dann sieht man, wie viele Whistlers in den Prüfungen ganz, ganz weit vorne sind. Ich sage es mal ganz offen, das ist noch nicht lange her, 10 Jahre, 15 Jahre, da wurde man als Jäger noch belächelt, wenn man einen Whistler am Strick hatte. Das ist jetzt deutlich anders, weil viele, viele Jäger, viele Kollegen einfach gesehen haben, was diese Rasse leisten kann und durchaus auch dann leistet. Vom Rassestandard, wer ist das? Vom Rassestandard, also die Rüden, sind im Schnitt zwischen 58 und 64 cm hoch, Stockmaß, und die Hündinnen 54 bis 60. Sie sehen, können wir die Hündin von Klaas mal sehen? Klaas, du sollst nicht auf dein Smartphone gucken, du sollst dich hier konzentrieren. Also das ist ein wunderschöner Typ von Drahthaar. Wie alt ist sie jetzt? Zwei. Ja. Ach so, ja, du hast ja gerade noch, warst ja noch gerade auf der Augenwolf. Also da sieht man auch diese Verbindung von wirklich Schönheit im Typ, aber eben auch einen sehr freundlichen, aufgeschlossenen Charakter, also eine sehr führige Hündin, die auch in den Prüfungen hervorragende Ergebnisse erreicht hat. Vielleicht gehen wir noch mal eine Runde. Alle. Noch wichtig ist, also das sagen wir als Züchter auch immer den Welpeninteressenten und Welpeninteressierten, der Whistler ist kein Zwingerhund. Also er braucht den Anschluss an die Familie. Natürlich kann er auch mal draußen bleiben, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man ihn komplett separiert, ist das für ihn absolut katastrophal. Auch was die Aufzucht angeht, Aufzucht und vor allen Dingen Ausbildung. Das ist ein Hund, der kann Kadavergehorsam nicht leiden. Er arbeitet mit uns, wenn er versteht, was er tun soll. Aber mit zu viel Härte und eben in Richtung Kadavergehorsam würde man diesen Hund nicht an seine Leistung bringen, die er bringen kann. Wenn man mit dem Hund kooperiert, wenn man wirklich kooperative Arbeit mit ihm erreicht, ist das ein unfassbar guter Jagdbegleiter. Wir als Verein sind der einzige zuchtführende Verein in Deutschland. Uns gibt es seit mittlerweile 43 Jahren. Und wir führen die Zuchtbücher sowohl von Kurzhaar als auch von Drahthaar. Und es gibt mittlerweile pro Jahr in etwa 300 Welpen. Sitz. 300 Welpen insgesamt. Und wenn Sie Interesse haben, schauen Sie einfach auf die Homepage, dort finden Sie
was sie suchen. Dort sind auch immer aktuelle Würfe zu sehen. Und ja, wenn Sie Interesse haben, stehen wir natürlich am Stand auch herzlich gerne zur Verfügung. Ich möchte eines noch sagen, weil wir mittlerweile erleben, dass der Wischler sich so ein bisschen zu einem Modehund entwickelt. Also achten Sie darauf, wenn Sie sich für die Rasse entscheiden, dass es wirklich ein Züchter ist, der unter dem VUV züchtet. Übrigens lohnt sich das auch preislich. Das ist total verrückt, aber es gibt mittlerweile Züchter, die außerhalb des VUV züchten, die nehmen für einen Hund 2.000, ich habe jetzt in Düsseldorf gehört, 2.500 Euro. Für einen Hund ohne Papiere. Also da kann man nur noch mal ganz eindeutig sagen, Augen auf beim Welpenkauf. Und noch etwas, was mir so sehr am Herzen liegt, wenn Sie sich entscheiden, einen Wischler oder auch einen anderen Hund zu kaufen, das ist für Sie eine Entscheidung für einen kleinen Teil Ihres Lebens. Für den Hund ist das eine Entscheidung für sein ganzes Leben. Und da sollte man sehr, sehr darauf achten, dass Hund und Halter da auch diese Einheit gemeinsam eingehen. So, jetzt danke ich Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wenn Sie Fragen haben, stehen wir herzlich gerne am Stand zur Verfügung. Danke.